Das wichtigste Gebet, was ein Mensch in seinem Leben beten kann, ist, dass er Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt. Weißt du, zwischen Gott und Menschen ist eine Trennung. Die nennen wir Sünde. Und der einzige Weg, um diese Trennung zu überwinden, ist der, dass man das Opfer, was Jesus für uns vollbracht hat am Kreuz, für sich persönlich in Anspruch nimmt. Das muss man persönlich tun, das muss man aktiv nehmen. Das ist ein Angebot, was Gott uns gibt, was wir nehmen müssen, damit wir es haben. Das passiert nicht automatisch, das passiert nicht durch irgendwelche Rituale, sondern das ist eine Willensentscheidung und du musst es im Gebet für dich annehmen. Es ist ein Übergabegebet, wo du den Tod und das Opfer, was Jesus vollbracht hat, für dich beanspruchst. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Lieber Herr, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte akzeptieren, dass ich ein Sünder bin, dass ich keine Möglichkeit habe, gerecht vor dir zu stehen, zu dir kommen zu können, sondern dass ich von dir getrennt bin. Aber durch Jesus Christus hast du den Weg frei gemacht, damit ich zu dir kommen kann. Und ich akzeptiere das jetzt für mich. Ich akzeptiere, dass Jesus für mich lebt, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus für mich auferstanden ist. Ich akzeptiere den Opfertod Jesu für mich, den er stellvertretend am Kreuz erlitten hat. Und ich nehme das für mich willentlich in Anspruch. Herr, ich tue Buße, wo ich Dinge falsch gemacht habe, wissentlich oder unwissentlich. Und ich bitte dich, dass du mich in einen Prozess der Reinigung und der Heiligung und deines Segens hineinführst. Ich möchte anders leben, als ich bisher lebe. Ich möchte so leben, dass es dir wohlgefällig ist. Und ich gebe dir mein Leben, ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat. Ich akzeptiere, dass er mein Herr ist, mein Retter ist, mein Erlöser ist. Und im Namen Jesus erkläre ich jetzt, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst, ich habe siegreiches Leben hier auf dieser Erde und ich habe ewiges Leben in der Gegenwart bei Gott. Amen. Wenn du dieses Gebet im Glauben mit ganzem Herzen mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Du bist neu geboren und dein Leben hat sich völlig verändert. Vielleicht merkst du das nicht in deinen Lebensumständen, aber geistlich gesehen ist etwas völlig Neues geworden. Und dazu möchte ich dich herzlich im Haus Gottes willkommen heißen. Ich möchte dir gratulieren für diesen Schritt. Und ich sage dir eins, Gott hat jetzt viel, viel, viel mehr für dich, als du dir vorstellen kannst.